Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin das Reiter und wir spielen Auction Not Included in Folge Nummer 10. Mordrak hat er geschrieben, dass wir die Ellie ja mit dem Schnupfen unterwegs haben. Dafür sollten wir also schauen, dass wir da eine Apotheke kriegen und in der Apotheke können wir dann Pillen machen. Er hat auch geschrieben, welche Pflanze wir brauchen und Dirt und damit kann man dann weitermachen. Er hat auch noch geschrieben, dass wir hier eine Trennung reinbauen können und wenn wir hier dann den Essenssaal abtrennen und hier einen Kübel machen mit einer Blume drin, die Ellie natürlich auch ab kann, können wir diesen Raum aufwerten und dann Moral 6 Punkte plus bekommen. Das wäre natürlich super. Aber das Ganze machen wir nach dem Intro. Bis gleich. Dann legen wir mal los. Und zwar starten wir erstmal das Spiel. Und dann schauen wir, dass wir weiterkommen. Also Ziegel bauen wir jetzt erstmal. Hier oben zwei hin. Und darunter die Tür. Und hier muss ein Kübel hin. Allerdings ist der Kübel in der Forschung. Oder sind wir noch nicht so weit? Weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass wir letztens davon gesprochen haben, dass wir die Deko-Geschichte machen. Ah, okay. Dieses ist noch mit zwei Punkten unterwegs. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis der Kübel kommt. Der soll dann hier links neben hin. Dann haben wir das auch schon geklärt. Da wird gerade Essen geholt. Das ist schon mal gut. Hier oben wird was gebaut, auch sehr gut. Hier oben soll Ellie nicht hin, hatten wir gesagt schon. Und ja, hier müssten wir das auch so machen. Warte mal, dann machen wir doch mal diese Tür für Ellie. Nicht passierbar, ne? Ellie darf in beide Richtungen nicht rein. Ich hoffe, ne, Linse ist das gut. Wo ist Ellie denn überhaupt? Ellie, was machst du gerade? Ach da, sie hat gerade nasse Füße und war hier unten. Keine Ahnung, was sie da gemacht hat. Vielleicht nicht so die tolle Idee, dass sie da lang geht. Okay, müssen wir schauen. Ja, diese Dornenblüten sind jetzt unsere nächste Nahrung, die wir machen wollen auch. Essen. 5400, das geht. Jetzt müssen wir schauen, dass die fertig werden, ne? Ellie wäscht sich gerade die Hände. Rennen isst gerade was. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Die Forschung läuft noch. Brauchen wir noch einen Moment. War noch was? Ich weiß nicht. Ellie hat sich auch was zu essen geholt wohl. Batterie ist leer, da muss was passieren. Aufräumen ist hier angesagt, auch gut. Ellie haut erstmal rein. Da holt sich Linse was zu essen. Eine Mehllaus. Hier. Ist das denn eine Prio niedrig? Achso, okay. Mach mal die Prio auf 3. Gut. Linse isst auch was. Ellie steht dabei und guckt sich an. Freut sich, hat gesprochen, ist glücklich. So, Forschung läuft nicht, ne? Ja, Forschung könnte man höher machen, ne? Jetzt ist erstmal Nacht angesagt. Bis auf Stinky. Aber Stinky geht forschen, das ist ja unser Forscher, ne? Und Nachtschicht macht er auch, alles ist gut. Linse geht auch pennen. Batterie ist zum Glück voll. Da können wir dann richtig was in der Nacht forschen, würde ich sagen. Station war nicht angesagt. Was war angesagt? Nahrung. Haben wir den Stein? Die Hydrofarm haben wir schon. Sollten wir die hier schon bauen? Bauen wir die vielleicht schon mal, ne? Welchen haben wir denn jetzt? Prio hatte ich jetzt zu hoch. Prio 4 hätte da jetzt auch gereicht, ne? Und da ist Prio 6 mal angesagt, damit der Stein da drin ist. Wo ist denn Stinky. Ja, jetzt kommt er forschen, oder? Nee, er macht was anderes. Jetzt ist er klatschnass, weil er sich hier unten was holt. Eine Alge, okay. Ja, das hier ist auch irgendwie nicht so prickelnd mit dem Ganzen da, ne? Also, nee, graben vielleicht eher. Was machen wir mit dem Wasser hier, ne? Eigentlich müssten wir gucken, dass das ein bisschen tiefer wird.
So, dann könnte das vielleicht abfließen und die kriegen keine nassen Füße, wenn sie Wasser holen. Schwierig, ne? Und Ellie ist diejenige, die das macht, oder wie war das? Forschung müsste fertig werden. Ja, Ellie macht jetzt da das Becken fertig, sozusagen. Ja, das Wasser geht schon ein bisschen tiefer. Okay, hier ist natürlich auch Sand. Kannst du gleich mit weggraben, wenn. Okay. Das Wasser ist jetzt hochgestiegen. Auch sehr interessant. Verbundene Gefäße oder was? Okay. Ja, die geht. Ich glaube, das Wasser geht weiter rüber, ja. Aber nicht gerade sehr viel. Wer forscht, rennen. Okay. Aber nasse Füße gibt es hier immer noch, hat sich nichts geändert. Ellie macht jetzt hier weiter. Okay. Macht das nochmal weg. Gucken wir, wie Ellie das noch macht. Jetzt wird hier gebaut. Okay. Ja, jetzt geht das Wasser auf jeden Fall tiefer. Aber die nassen Füße wird es da immer noch geben. Ellie braucht Sauerstoff. Wie ist mit Essen? 4400. Okay, noch nicht so ganz so dolle. Jetzt geht es hier weiter. Ja, wenn ich hier das sehe, dann würde ich sagen, ja, das wird gleich so sein, dass die keine nassen Füße mehr kriegen, ne? Okay. Noch gibt es nasse Füße. Forschung ist abgeschlossen. Sehr gut. Der Blumentopf ist fertig. Dann wollen wir den auch gleich bauen. Möbel. Blumentopf. Hier neben. Da wollte Mordrak den hinhaben, denke ich. Wir haben noch eine Deckenlampe. Achso, die wollen wir hier auch noch hinhängen vielleicht, ne? Die kommt dann dahin. Und dann haben wir noch eine normale Stehlampe. Okay. Und dann brauchen wir noch ein Stromkabel für die Lampe. Wie viel Watt die hat, weiß ich jetzt nicht. 240, 300, ja, mehr wie 100 Watt wird er wohl nicht haben. So, aber hier gibt es jetzt tatsächlich keine nassen Füße mehr, kann das sein? Okay. Ja, geht erstmal. Passt. Weil wenn die nasse Füße ewig haben, dann kriegen die eine Erkältung. Wenn die eine Erkältung haben, sind sie krank. Wenn sie krank sind, haben wir verloren. Ach so, Forschung. Wir wollten die Apotheke forschen, einfach aus dem Grunde, weil wir ein Gegenmittel für den Heuschnupfen von Ellie machen wollen. Haben wir das? Rennen macht das schon mal. Okay, hier gibt es dann Strom. Weil wie wir sehen, der Leuchtkegel ist gerade an der falschen Stelle, ne? Da bringt er uns nicht so ganz so viel. Okay, die Leitungen werden alle gebaut, das ist gut. Ren geht gerade nach unten. Ellie ist hier unten am Aufsammeln. Sandstein. Okay. Jetzt ist Ellie da natürlich das Zeug wieder runtergefallen, weil sie definitiv Dingens, sag schon. Okay, der Kübel wird gerade gebaut. Jetzt brauchen wir nur eine Pflanze dafür dann, ne? Okay, die Lampe kommt. Und leuchtet die sofort. Ja, Strom ist noch da, aber nicht angesteckt, weil da noch Stromkabel fehlt. Okay. Und jetzt haben wir keine Pflanze, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist schlecht. Und wir brauchen eine Pflanze, die nicht blüht. Da zum Beispiel. Dornenstrauch. Okay, die sieht schön aus. Ja, warte mal, wir machen das mal hier so. War schon richtig, aber entwurzeln. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen mit der. Ich glaube, nur von dieser Pflanze hat Ellie wahrscheinlich Schnupfen.
Ah, da geht's schon. Räumlichkeiten gerade gucken. So, der Raum hat jetzt einen Moralbonus schon, weil er zu ist. Und wenn die Pflanze mit plus 6 ist, plus diese Pflanze da drin hat, soll es 6 Punkte Moral geben. Gut, dann wollen wir das abwarten. Ah, da ist es schon. Das heißt, wir können jetzt hier in den Blumenkübel den Strauch reinmachen. Gut, hier wird geforscht, sehr gut. Haben wir schon den Ziegel jetzt für durch die Wand? Nee, haben wir noch nicht. Aber erstmal ist es die Apotheke dran, ne? Die können wir da einstellen, oder? Dann graben wir das doch schon mal frei. Gut. Pflanze ist schon geholt, kann also hier eingegraben werden. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, da ist sie, ne? Ja. Moral 3. Moral 6 tatsächlich, Mordrak. Super, danke für den Tipp. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall ordentlich eine Blume drin. Mit einer tollen Moral. Jetzt lassen wir die Latrine angucken. Die hat Moral 1. Wenn wir da jetzt einen Topf noch hinstellen, ne? Weiß ich ja jetzt nicht. Die Geschichte kommt dahin. Deko, 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 Möbel. Wenn da auch so eine Pflanze hinkommt, ne? Kann das sein, dass es dann da auch schicker aussieht? Wir werden es testen. Dafür brauchen wir aber auch wieder so eine Pflanze, ne? Die sich dort befindet. Dornenstrauch in Wurzeln. Passt dann schon. Gut. Forschung fehlt. Ja, machen wir da. Egal, ich hätte es auch gerade da unten drücken können. So, was haben wir denn jetzt hier oben? Entsafter brauchen wir jetzt noch nicht. Das hier ist eine Tierfalle, brauchen wir auch nicht. Mit den Tieren sind wir noch nicht so weit. Hier haben wir Erdgas, Ölraffinerie und Petroleumgenerator. Die Batterie wäre ganz nett. Was haben wir hier? Wasserstoffgenerator. Haben wir jetzt auch noch nichts von. Rutschen. Sweepy Dog brauchen wir jetzt auch nicht. Hier ist Musik oder so. Als automatischer Melder brauchen wir nicht. Medizinisch brauchen wir auch nicht. Entweder Lüftungssystem fehlt noch ganz, Wassersystem fehlt noch ganz und dann wäre hier Elektrolyse. Elektrolyseur oder so ähnlich. Und hier ist der luftdurchlässige Ziegel. Aber momentan würde ich sagen, will ich doch tatsächlich die Batterie erstmal bauen. Die ist mir viel wichtiger. Weil die steuert ja viel mehr. Da sind wir nur eins, oder? Ja, und die Pflanze? Ach so, müssen wir natürlich erst reinmachen. Aber da ist noch nichts passiert. Ah, da wird sie gerade entwurzelt. Aber kann jetzt nicht sein, dass Ellie auf Toilette muss und die Pflanze nicht entwurzelt, ey. Ah, ziemlich ärgerlich. 4400 Kalorien, noch alles gut mit Essen. Da gibt es auch Neues. Hier, das mit dem Licht funktioniert jetzt wohl. Das heißt, der Leuchtkäfer ist Geschichte, Mordrak. Allerdings wird es damit auch funktionieren, aber naja, muss man mal gucken. Hier, das mit dem Wasser finde ich schon okay so. Und wir wollten ja dieses Wasser mal irgendwann da auch rüber haben, ne? Genau. Hm. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das noch dann machen. Ja, später. Da wird lecker gegessen, das ist auch gut so. Können wir jetzt schon was einpflanzen? Nein, das heißt, hier oben ist noch nichts passiert. Steht das denn noch auf Wurzeln? Ja. Entwurzeln. Dann würde ich jetzt mal gerade sagen, mach doch mal die Prio da auf 7, damit er schneller entwurzelt wird. Strom läuft, Licht läuft. Das wollen wir mehr, oder? Es flachsen auch hier die Dornenblüten. Hatte ich hier Ellie schon ausgesperrt? Ja, ne? Ja. Und hier oben die Tür ist auch fertig. Da wird der Ellie dann auch ausgesperrt, weil Ellie da auch nicht hin soll. Die schläft gerade, das ist gut. Okay, Strom ist da. Forschung macht Stinky jetzt wohl, oder? Ne, er geht auf Toilette oder desinfiziert die Toilette. Hier ist noch nichts passiert.
Was macht Stinky dann? Lindsay sollte schlafen gehen. Stinky holt jetzt die Blume, oder? Sieht so aus. Muss er oben rum, ne? Ja. Jetzt pass auf, wenn er hier ist, geht er zurück. So, ist entwurzelt. Und bitte pflanzen. Holt er die jetzt noch? Ne, er läuft gerade weg. Er kümmert sich um Sauerstoff in den Algenwäldern hier unten. Gut, okay. Stinky ist jetzt auf Toilette, okay. Ellie hat sich was zu essen geholt, eine Schmutzwurzel. Hier wurden die Algen aufgenommen. Die kommen da rein, damit wir Sauerstoff kriegen. Wie ist denn überhaupt mit Sauerstoff? Okay, da ist Sauerstoff gut, da unten ist es schlecht. Okay, ist halt so. Da wird geerntet. Ja, warte mal, den Topf da. Dann machen wir mal die Prio auf 7, dann wird er da reingepflanzt, ne? Stinky geht... Ah ne, Rennen ist am Forschen. Okay, dann braucht Stinky nicht forschen. Stinky hat sich eine Schmutzwurzel geholt und isst die gerade. Sehr schön. Okay, die beiden haben sich da unterhalten. Jetzt läuft einer im Rad, damit wir Strom kriegen. Auch gut. Ellie forscht. Stinky isst dann. Auch gut. Ja. Das war die Apotheke. Haben wir die denn schon gebaut? Ne, die ist noch offen. Wenn wir die Apotheke... Ja, da müssen wir mit dem Strom mal gucken. Aber den wollen wir ja eigentlich hier unten hinbauen, ne? Und Kohlegenerator oder wie war das? Das müssen wir noch schauen. Und hier müsste man gucken, dass das fertig wird, weil Deko da mäßig ist ja jetzt nicht so schön. Und das liegt auch an der schlechten Decke wahrscheinlich, ne? Und da gibt es noch Essen. Mehl aus. Strom ist voll. Blume ist gepflanzt. Blume ist gepflanzt. Was macht unser Raum hier? Moral 1. Hat nichts gebracht, der Topf hier. Ja, okay. Waschraum gibt es auch, oder wie heißt der? Ach da, Waschraum. Toilette mit Spülung. Ach so, da geht es dann drum. Okay, dann... Dann können wir den auch entwurzeln. Weil der bringt uns ja nichts. Dann können wir den auch besser woanders hinstellen, wo wir mehr Schick haben wollen. Ne? Gut, aber ich würde auch sagen, soll für die Folge erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.